Hallo und herzlich willkommen. Mein CDC Brusa i2 Holzblaserdrucker hat in den letzten Tagen fleißig gearbeitet und einen Berg mit grünen Teilen gedruckt. Alles im grünen Bereich. Diese Teile sind für Update und Ergänzung meines CDC 3D Druckers. Und alle Teile mussten genau passen, um lange Nacharbeiten oder Neudrucke zu vermeiden. Also musste der Drucker zuerst kalibriert werden. Nun gibt es im Internet viele Vorschläge und Verfahren, diese Kalibrierung durchzuführen. Es wird viel gemessen und viel berechnet. Vom YouTube-Kanal Gasolin 1 habe ich zum Beispiel viel gelernt. Sicher bin ich aber, dass jeder die für sich beste Methode finden wird. Ich habe mir aber nun mein eigenes System zusammengestellt, das zwar etwas zeitaufwendiger erscheinen mag, aber für mich hat es ganz gut funktioniert. Und an dieser Stelle sage ich nur, nicht bei allen 3D-Druckern mag es so einfach gehen, aber für mich war das ein gut durchzuführendes Verfahren. Bei Thinkercad habe ich mir nun eine Messlatte konstruiert. 150 mm lang, 40 mm breit und 5 mm hoch. Diese STL-Datei habe ich in meinem Slicer bearbeitet und dann gedruckt. Die Originaleinstellungen der Schrittweite der Stepper betrugen auf meinem Drucker für beide Achsen X und Y 78,74 mm. Dann habe ich diese Messlatte mit einem Infill von 10% mit den Originaleinstellungen auf meinem CDC Holzklasse-Drucker gedruckt. Den Druck ließ ich etwas abkühlen und habe dann mit meinem digitalen Kaliber die Werte gemessen. Die Solllänge von 150 mm zeigte 147,26 mm an. Die Sollbreite von 40 mm zeigte 39,4 mm an. Und die Höhe war mit 5,1 mm im guten Bereich. Nun ging's ans Rechnen. Die ursprüngliche Schrittzahl. ...78,74 mm wurde mit dem Zielmaß von 150 mm multipliziert und durch die tatsächliche Größe von 147,26 mm geteilt. Als Ergebnis habe ich einen Wert von 80,20 erhalten. Das war der neue Wert für die X-Achse. Für die Y-Achse musste ich folgende Rechnung aufstellen. Ursprüngliche Schrittzahl 78,74 multipliziert mit der Zielgröße von 40 dividiert
durch die tatsächlich gedruckte Größe von 39,40. Das ergibt nun eine neue Schrittweite für den Motor der Y-Achse von 79,94 mm. Die beiden ermittelten Werte kann man über folgenden Weg an den Drucker weitergeben. Einschalten. Man kommt auf die Hauptseite. Dann wählt man Control. Dann wählt man Motion. Und dort kann man die X-Steps mit 80,20 und die Y-Steps mit 79,94 mm angeben. Weiter wird dann von der Hauptseite aus die Messlatte von der SD-Karte gedruckt. Man kann aber auch die Werte über den Slicer eingeben. Hier verbinde ich meinen 3D-Drucker mit dem Computer und dann steht mir hier im Konfigurationsmenü eine Möglichkeit zur Verfügung, die X-Achse oder die Resolution der Y-Achse zu ändern. Und zwar steht die ganz oben, mein errechneter Wert heißt 80,20 und der errechnete Wert für die Y-Achse heißt 79,94. Nun gebe ich den Wert ein, drücke auf OK. Lade hier meine Messlatte. Und könnte dann mit dem Druck beginnen. Nach dem neuen Druck habe ich dann die Messlatte wieder vermessen und folgende Werte erhalten. Die X-Achse hatte eine Länge von 149,98 mm. Und die Y-Achse war 39,98 mm breit. Also ein Druck mit genügender Genauigkeit. Ich habe dann meine grünen Teile alle mit den errechneten Werten gedruckt und bin vollauf zufrieden. Alles im grünen Bereich. Ein Problem gibt es aber noch. Der originale CDC Prusa i3 ist mit keinem Bootlader ausgestattet. Das bedeutet, nach jedem Ausschalten muss man die Daten wieder neu eingeben. Und das kann man nur ändern, wenn man einen Bootloader installiert. Dabei geht aber die originale Malin-Software verloren und dann muss man eine neue Version installieren. Das wird eines der nächsten Projekte an diesem Drucker sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch oder abonnieren Sie meinen Kanal.
Tschüss und Salü aus dem Saarland.